Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho. Ich bin wieder im Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Ghostwatchers und ihr seht schon, wir finden uns heute in der Berghütte. Ich habe Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 3 Geister an. Ektoplasma und Vernunft. Was bedeutet, wir haben Sanity, sind auf schwer unterwegs. Nicht der höchste Schwierigkeitsgrad, aber auf jeden Fall ein bisschen fordernder. Ich hoffe, dass wir in Stufe 3 oder 4 Geist bekommen. Dementsprechend dann auch mit der besonderen Fähigkeit, aber... Mehr als Daumen drücken kann ich leider nicht, da Stufe 2 Geister leider auch drin sein könnten. Jetzt gehe ich erstmal rein. Let's go. Ihr werdet auf jeden Fall diese Woche noch eine Folge bekommen, und zwar Samstag. Da werdet ihr auch nochmal Ghostwatchers sehen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht eine Stufe 3 oder 4 Geist bekommen. Wir haben Blutkotze, ist schon mal ein guter Anfang. So, erstmal alles droppen und... Can you talk? Okay. Okay, wir haben es heute auf jeden Fall nicht mit einem friedlichen Geist zu tun. Aber wir können die Blutkotze schon mal eintragen. Und es ist aggro. Das gefällt mir gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es knurrt nämlich aggressiv oder gequält. Wir haben hier eine schöne Auswahl. Dunkelheit kann sowieso nicht mehr sein. Aber leider können es die hier auch noch sein. Marinette, Vampir oder Traumverschlinger. Was sehr schade wäre. Na, wir hoffen natürlich auf eine Stufe 3 Geist mit einer besonderen Fähigkeit. Aber wie gesagt, letzten Endes können wir einfach nur Daumen drücken. Das Beste hoffen. Und Rinder. So, let's go. Wir haben schon mal einen Beweis, das ist schon mal besser als gedacht, tatsächlich. So, wir haben Ektoplasma, was... Oh, warte. Dann habe ich ja gar nicht gedacht. Ufanop haben wir ja standardmäßig dabei, dann nehme ich jetzt noch die Videocam mit. Für den Fall, dass wir später einen Geist haben, der irgendwas mit Kerzen hat, würde mir nicht gefallen. Deswegen nehme ich jetzt kein Feuer mit, sondern Videocam und wir suchen schon mal nach Ektoplasma. Und ja, dementsprechend wissen wir dann, was wir für einen Geist haben, mehr oder weniger. So. Hier ist alles fresh, kein Blubbel. Hier ist auch alles fresh. Hallo? Okay, er macht Kerzen an. Gut zu wissen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es so gut ist zu wissen. Aber bis jetzt gefällt es mir. Ist der neue Geist noch drin? Ah ne, warte, hier. Da die Countess wäre noch mit drin. Die ist schon mal sehr gut. Okay, sie oder er ist hier irgendwo in der Nähe. Nein, ich habe nicht auf die Würfel geachtet. Egal. So, Abmarsch nach unten. Ich sehe das ja selber. Was war das? Okay, das erkannte ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber bis jetzt habe ich hier noch keinen Blubbel gefunden. Was bedeutet, wir könnten vielleicht einen Geist haben, der mit diesem heiligen Feuer seine Blubbel zeigt. Auf jeden Fall, dieses seltsame Kreischen hat mir echt nicht gefallen. So, sind hier noch meine Gegenstände? Jawohl, alle noch da? Oder welche? Ja, du mich auch. Mein Gott! Okay, okay, okay. Dankeschön und es ist verdammt warm. Ah, warte. Also, hier, ne, wir hatten 43 Grad oder sowas. Also, auf jeden Fall so ein 50 Grad Geist. Momentan könnte es auch wieder Richtung Dämon gehen. Nee, Dämon diesmal nicht. So, wo bist du, Kollege? Ich schaue jetzt mal, ob hier noch Blubbel sind, aber ihr seht das ja selber. Keine Blubbel. Weder mit der Vorlampe durch meine Drohne, noch hier durch die Videocam. Und das macht verdammt viele Lichter an. Also, Kerzenlichter. Okay, was auch immer das für ein Kreischen die ganze Zeit ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Was für ein EMF haben wir? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen warm. EMF 3? EMF 3. Schau mal. Thermometer ist auf jeden Fall heiß. Irgendwas in der Richtung. Hm. Ja, beruhig dich doch. 100 bis 500. Hier Temperatur ist gut. Und hier bleibt es bei einem Dreier. Bloody. Oh. Wir haben nicht nur eine Stufe 3 Geist, wir haben sogar gleich den neuen Geist. Bloody Countess. Nice one. Jetzt müssen wir nur noch so halbwegs überleben. Na, wir müssen so weit überleben, dass wir da eintragen können. Nicht wundern, ich gehe hier einfach jetzt ganz weit weg. Würde es passen? Jo. Heiliges Feuer und wir brauchen Kruzi. 100 bis 500 können wir auch eintragen. Es sieht aus, als ob es gescriptet ist, aber Ladies and Gentlemen, seit ich jetzt hier wieder Ghostwatchers angefasst habe, ist das meine zweite Runde. Die erste habt ihr bereits gesehen. Also, geilo. Finde ich super. Die Sanity könnte mir nur ein Problem machen. Ich weiß nicht... Doch, Bloody Councils war das mit den Grabsteinen. Okay, und da brauchen wir eine Videocam, um diesen Drain zu sehen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde keine Videocam jetzt erstmal mitnehmen. Aber gut, wir haben ja auch noch ein bisschen was zu erledigen. Videobrett brauchen wir noch, eine Voodoo-Puppe. Das Kreuz hilft gegen sie und ich kann hier schon mal die Blubbel suchen.
Beziehungsweise, was hilft denn noch gegen sie? Okay, du? Dann können wir schon mal Blöbel holen. Ist doch auch schon mal ganz gut. So, Abmarsch nach drinnen, let's go. Ich kenne diesen Geist noch nicht, also abgesehen vom Büchlein. Okay, hier ist Gekritze. Schauen wir mal, können wir da verifizieren, was wir haben? Menschlich? Ja, Plenikantus. Nice one. Hier passiert noch gar nichts. Weiß nicht, ob mir das gefällt. So. Theoretisch, okay, müssten wir eigentlich die Blubbel auch hören, wenn wir in der Nähe sind. Müssen wir hier eigentlich nicht 24/7 damit rumlaufen, aber mein Gott. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn sie irgendwas hat, dass wir die Kerzen ausmachen müssen, haben wir echt ein großes Problem. Aber bis jetzt noch keine Blubbel. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Das macht viel Wasser an. Was ist das für ein Geräusch? Ich will's nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Das ist mal richtig crazy. Das ist richtig creepy. So, hier ist alles normal. Keine Blubbel. Keine Blubbel gefällt mir gar nicht. Was hier noch fehlt in diesem Spiel, dass der Geist irgendeinen Beweis fälschen kann. Okay, hier ist noch alles normal, aber ich weiß nicht, ob wir hier keine Interaktion eintragen können. So, gib mir deine Blubbel. Ja, nerv mich nicht. Okay, keine Ahnung, wo er hingegangen ist. Gefällt mir überhaupt nicht. Hier hätten wir beide bei deinem Spiegel für den Fall, dass wir den brauchen. So. Ich habe immer noch keinen Blubbel. Das gibt's doch nicht. Hä? Aber... Oder kann das wirklich sein, dass sie da irgendwas geändert haben, dass die Blubbel wirklich erst später sichtbar werden? Aber vorher war das ja auch so, dass man Blubbel sehen konnte. Okay, Blubbel. Mein Problem ist, sie kommt gerade zu mir. Ja. Hä? Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, warum sie mich jetzt gebodycheckt hat. Okay, okay, alles gut, Blubbel. Wir holen dich gleich. Mein Gott! Hör auf mit dem Schmarrn! Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Warum habe ich hier Red Light? Hallo? Was ist das jetzt? Ich gehe jetzt mal ganz schnell raus, würde ich sagen. Es gefällt mir. Ich komme nicht raus. Warum? Warum? Was ist das? Ist hinter mir? Ist vor mir? Was muss ich machen? Was ist das hier? Muss ich was ausmachen? Warum dreht hier alles gerade durch? Hängt es mit der Bloody Countess zusammen? Was passiert hier? Entschuldigung, ich will nicht mehr. Es war einmal und wird nicht mehr. Hallo, ich will nicht mehr. Das ist zu viel. Aua, jetzt habe ich... Sie hat mir Damage gemacht, oder? Okay, sie jagt wieder. Ich will hier raus. Hallo? Ja, ja, finde ich auch. Du mich auch. So, was war das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir Bloody Countess nochmal durchlesen. Aber das Problem ist, wir haben sie ja noch nicht mal eingetragen. Was sagen meine Leben? Mhm. Meine Leben sind gut, aber mein Kopf ist eher ein bisschen durchwachsen. Steht hier auch, wie viel die regenerieren? Nö. Ich würde sonst gerne nochmal so einen Hit tanken. Aber könnt ihr mir erklären, was das gerade war? Dieses Spiel. Dieses Spiel. Ja, knurr mich ruhig an. Ich brauche jetzt meinen Blubbel hier. Wenn ich das jetzt öfter durchmachen muss, auch bei den anderen Blubbeln, dann wird super. Das Blubbel Nummer 2, aber ich glaube, wir schaffen es nicht, das Blubbel hier zu holen. Mann! Mann, geh doch einfach weg! Ich habe dir gar nichts getan, also zumindest nicht so viel. Okay, das wird auf jeden Fall nicht einfach, die Blubbel zu holen. Und habe ich jetzt hier noch... Verdammt. Habe ich hier noch eine Charge? Ja, weil das haben sie echt doof gemacht. Okay, ich muss das Beste hoffen. Wir haben jetzt beide Blubbel oben. Obwohl er sich oben rumtreibt. Das gefällt mir nicht. Was sagt mir hier Ouija-Brett? Okay, das Ouija-Brett ist weg. Die Puppe lebt hier aber noch. Können wir hier denn keine Interaktion und keine Interaktion machen? Okay, wir versuchen es mal damit. Einen Versuch haben wir, einmal können wir daneben liegen. Aber sie ist auf jeden Fall hier gewesen und hier passiert nichts.
Also mit dem Widerbrett ist keine Ahnung. Das ist einfach gone. So, mein Schädel ist auf Hälfte, auf Halbzeit. Nice one! Und jetzt hat sie Guardians Widerbrett geschrieben, beziehungsweise... Man hat gerade den Sound gehört und jetzt würde man wissen, okay, keine Interaktion. Wieso bist du hier? Keine Ahnung. So, erstmal brauche ich ein paar Pilchen und ja, 200 Flocken. Das ist eine Menge. Aber ich fühle mich gut damit. So, und ich hole mir jetzt auch ein neues Kruzifix. Das andere können wir später immer noch verballern. Aber ich brauche jetzt einfach hier meine Charges. So. Wieso? Dir ist klar, wo du gerade bist, Madam, oder? Ich bin in meinem scheiß Van! Da geht's jetzt wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ist mir auch relativ egal, by the way, alle Kerzen löschen. Haha, Sparwitz. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ist mir auch relativ egal, aber... Hat die einen Schaden? Was geht denn ab mit der? Nein, wir schaffen schon wieder nicht von der Zeit, weil sie zu nah war. Wie soll ich das hier oben drainen, wenn sie die ganze Zeit vorbeikommt? Madam! Können Sie mal aufhören mit der Kacke? Dankeschön. Soll ich mir vielleicht noch einen zweiten mitnehmen? Wisst ihr, wie teuer das ist? Aber ich habe keine andere Wahl. Da ist sie. Wie wäre es, wenn du mal nach unten gehst, Madam? Ich schaff's gerade echt nicht, die Blubbel zu holen, weil sie die ganze Zeit oben chillt. Das ist echt ein großes Problem. Hast du mich gerade gebodycheckt? Hallo, hör auf, mir Damage zu machen. Ich kann nichts dafür, wenn ich da nicht wegkomme. Okay, wir müssen sie jetzt mal ein bisschen penetrieren. Heiliges Feuer. Ja, ja, ja. Problem ist, brauche ich ja noch. Aber, so, du... Habe ich hier gerade wieder einen Sound gehört, dass sie hier ankommt? Ich will sie mal im Keller haben, aber die gefällt mir gar nicht. Die ist asozial. Heiliges Feuer. Da hole ich mir jetzt einfach ein neues, denn wir brauchen ja das andere noch. Heiliges Feuer. Okay. Damit als erstes abwerfen. Sehr schön. Danach Zauberbuch. Hatten wir hier unten nicht ein Zauberbuch? Warte, sie war vorhin im Van. Sag mir nicht, sie hätte jetzt dieses... War da nicht irgendwas mit Zauberbuch bei ihr? Jetzt muss ich mal nachschauen. Bloody Counters. Ja, Gegenstände. Nee, hier unten. Auf jeden Fall verschiedene Gegenstände. Scheint... Achso, nee. Hier müssen wir schauen. Determine where it comes from. Okay. Holding a cross. Okay, nee. Komisch. Auf jeden Fall finde ich seltsam, dass mein Buch weg ist. Zauberbuch kostet ja nur 150 Flocken. Die will echt, dass ich hier jetzt am Arsch bin, oder? Das ist doch Wahnsinn. So, also Zauberbuch, drei Kerzen im Haus anzünden. Ja, die sollten ungefähr 70 an sein und danach kriegt sie meinen Kolben ab. Kolben können wir nicht mehr mitnehmen, weil wir hier noch unser Kruzi haben. Das können wir hier mal dazu packen. Die Kerze kannst du schön aus der Hand nehmen. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt ist sie ernsthaft so nahe gekommen, dass du getriggert... Mein Gott. Also diese Runde ist verflucht. Wirklich. Diese Runde ist verflucht. Aber, mein Gott, ich musste mir sowieso... Oder ich hätte mir wahrscheinlich sowieso ein neues kaufen müssen. So. Das brauche ich. Zauberbuch, check. Drei Kerzen im Haus entzünden. Mach mal. Jetzt gehe ich da erstmal rein und hoffe, dass wir jetzt vielleicht die Möglichkeit haben, das hier abzuschließen. Und da oben unser Ding zu holen. So, jetzt haben wir auch noch das Zauberbuch und dann noch hier diesen Trainer. Was soll denn das jetzt schon wieder? Hä? War ja überhaupt nicht unnötig oder so. Kannst du mal aufhören mit dem Schwan? Ich glaube, ich brauche nochmal seine Diplen. Irgendwas... Ist hier gerade ein bisschen seltsam. Was passiert hier? Jetzt mal Retalk. Man kann es übertreiben. So, ich werde bald kein Cash mehr haben, einfach weil ich in dieser Runde alles verballere, was man verballern kann. Und das ist noch nicht mal der höchste Schwierigkeitsgrad. Noch nicht mal alles an. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass sie nicht oben ist, damit ich jetzt hier oben meine Blubbel holen kann. Super, danke. Wieso kriege ich hier die ganze Zeit Damage? So, hier, Zauberbuch, hol's dir, Tiger. Mein Gott! Ja, ja. Ich bin einfach raus. Du kannst mich mal, gell?
So, Zauberbuch. Sind jetzt... Es müssten auf jeden Fall noch Kerzen an sein. Zauberbuch hat getriggert. Die Kerzen müssen jetzt auch getriggert haben. Ich habe aber keinen Zaun gehört. Ich schau jetzt mal in den Van. Was mir gar nicht gefällt, dass ich jetzt hier diesen roten Rand habe, weil ich ein bisschen Leben verloren habe. Also. Last Crack. Was? Es hat echt nicht... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das hat alles nicht gezählt, weil... Ich könnte ausrasten. Ich könnte wirklich ausrasten. Heiliges Feuer und Zauberbuch. Brauchen wir jetzt beides wieder, denn vorhin war ja noch mein Schlüssel hier an. Wieso fliegst du? So. Wir hatten ja noch eine... Hier. Eine Charge da hinten auf dem Ding. Deswegen hat das alles jetzt nicht funktioniert. So, was brauchen wir noch? Kerzen, Kolben. Komm her, dann kriegst du meinen Kolben in die Fräse. Okay. Kommst du? Okay, es kommt nicht. So, als nächstes kommt mein Kolben und dann mein Kruzifix. Die macht mich fertig. Ich versuche jetzt an die Bubble ranzukommen. Jetzt haben wir sie ein bisschen geschwächt. Vielleicht haben wir jetzt das Glück. Wenn nicht, habe ich echt ein Problem. Ich hoffe, sie ist gerade unten, denn sonst habe ich definitiv ein Problem. Sonst müssen wir warten, bis der Schrank irgendwie... Hör doch auf, mit Damage zu machen. Kannst du mal aufhören mit dem Schwan? Warum kriege ich... Achso, das sind die Grabsteine. Die sehe ich ja nicht. Komm schon. Das sind die Grabsteine, die ich ja nur mit der Videocam sehe. Ich muss jetzt hoffen, dass ich hier durchkomme. Komm schon. Jawohl. Hier, fang. So, mit dem Kruzifix können wir die Grabsteine nichts machen. Ja, ja, du mich auch. Ich brauche gleich eine Videocam, ich will schon die Grabsteine sehen. Aber gut, jetzt ist natürlich klar, warum mein Bildschirm ziemlich am Arsch ist. Aber, und warum ich Schaden kriege. Schade, dass man die Grabsteine nicht sieht. 46%. Also nicht mit normalem Auge. Okay, das klang ja überhaupt nicht dramatisch oder so. Ich habe nur ein Medikit genommen, beruhig dich. So, Nummer 1 haben wir. Yay. Vernunft ist langsam auch im Arsch. Drei Pin können wir uns noch holen. Aber es geht voran. Hier sind wir jetzt hier. Bei Kruzifix. Ja, nein, vielleicht. Nee, bei... Okay, das kommt als nächstes. Danach alle Kerzen löschen. Super. Der Rest geht. Ich will dann beim letzten sein, wenn wir Plasma-Absorber haben. Ne? Da will ich dann mein letztes Blubbel holen. Einziger Nachteil. Die hat meine Fackel geklaut. Ich brauche jetzt eine neue Fackel. Die ist zum Glück nicht teuer, aber trotzdem. Ich habe da schon was dagegen. Ich habe oben meinen Plasma-Absorber noch. Ich hoffe, den kann ich jetzt holen, bevor er gleich wieder hochgeht. Also losgeht. So, danke schön. Mann, warum? Ach ja, Kruzifix. Okay, passt, zeitig. So, den will ich jetzt mitnehmen. Komm her. Und geh dann wieder, gell? Sie ist auf jeden Fall ein cooler Geist, aber das gefällt mir gar nicht. Jetzt werde ich schüchtern. Okay, wir sehen uns wieder draußen, gell? Die Fackel kannst du behalten, da ist mein Blubbel. Dankeschön. Diese Grabsteine schon wieder, ich brauche ein neues Kruzi. Ja, hör doch auf. Alle Kerzen löschen. Das wird nicht einfach. Ich brauche mein zweites Blubbel. Ich brauch's. Ich habe keine andere Wahl. So, neues Kruzi. Ich weiß, wir haben noch eins mit einer Charge, aber die wird nicht reichen. Was sagt meine Leben? 82%. Man verliert zum Glück nicht so viele Leben durch die Grabsteine. Hey, Wahnsinn. Es ist einfach alles stressig. Das ist übel. Ja. Ja gut, das Blubbel kann ich jetzt nicht holen, wenn sie jetzt gerade hier oben chillt. Wenn sie gerade mit mir hier drin chillt auch noch. Ich verstecke mich im Schrank. Ist das okay? Dankeschön. So, wir machen mal Licht aus. Wir sind gar nicht da. Muss nicht zittern. Alles gut. Wir schaffen das schon. Okay, ich sage jetzt einfach mal, sie ist nicht hier. Okay. Okay. So. Ich habe sie gehört, aber es klang sehr nah, also unter mir. Wir könnten genug Zeit haben. Das Problem ist, sie kommt da rein und wenn sie vor mir das Blubbel hätte, bevor ich es weg habe, hätte ich ein Problem gehabt. So. Ich brauche gleich wieder Medikit. Nein, da kommen wir nicht durch. Was auch gerade mein Problem ist, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, beruhig dich doch. Ich muss gleich nochmal die letzte Blubbel finden. Die Blubbel, die da hinten am Bett war, war die, die sie freigelassen hat. Was bedeutet, es müsste irgendwo noch eine normale Blubbel sein. Eben.
Hä? Wo denn? Keine Ahnung. Also irgendwo muss eine normale Blubbe sein. By the way, da oben brennt. Was bedeutet das? Wahrscheinlich mein anderes heiliges Feuer. Genius. Es könnte eng werden. Mit den Leben. Was sagen meine Leben? Ich muss nochmal ein Medikit nehmen. Überhaupt nicht dramatisch oder so. So. Letztes Blubbel holen. Am besten... am besten löschen wir jetzt alle Kerzen. Nein, wir müssen ja mit dem Feuer hier durchgehen. Um das Blubbel zu finden. Dich brauche ich noch! Hä? Lass mein Feuer hier! Hör doch auf mit dem Schmarrn! Wo hast du es hingetan? Okay, beruhig dich. Ich bin weg. Ja! Wird noch nerviger! Uli. Ich muss auch aufpassen, mein Schädel ist bald wieder weg. Also am Arsch. So. Na, das Problem ist, wenn ich hier mit dem Feuer rumlaufe. Grabstein! Oh, Bitchschle. Ich mach die Grabsteine, die finde ich super. Ich muss halt jetzt hoffen. Bam, Junge! Ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich hier durchkomme, ohne dass ich sterbe. Durch die Grabsteine. Ich muss ja hier mit der Fackel rumlaufen. Gar nicht creepy oder so. Komm schon. Blubbel. Letztes Blubbel. Und jetzt können wir hier auch wieder schauen, dass wir unser Leben hochboosten. Na, der rote Rand, der gefällt mir gar nicht. Sie ist mit etwas Glück gerade oben. Das können wir eigentlich nutzen. Ich hoffe, ich habe noch genug Leben, dass ich nicht sterbe. Dann nutzen wir das jetzt schnell. So, hier hin und gib ihm. Bitte sei oben, denn dann wird sie von diesem Schrank blockiert und kommt nicht herunter. Komm schon. Ich überlebe das. Ich überlebe das, Ladies and Gentlemen. Oh, Junge! So, jetzt Kruzifix raus, damit wir keinen Schaden mehr kriegen von den Grabsteinen. Abmarsch. Marsch nach draußen. Wir haben alle Blubbel. Check. Jetzt heißt es nur noch, den restlichen Stuff machen. Und das ist machbar. Und danach Pokéball. Und dann haben wir unsere erste Bloody Counter aus unserem Keller. Und ja, gut, seine die Pillen. Es ist Wucher. Es ist einfach Wucher. Ja, gut, man hätte wahrscheinlich hier und da ein bisschen taktieren können noch, na, mit der Sanity noch weiter runter, aber ich gehe hier kein Risiko ein. Das könnt ihr vergessen. Erst recht nicht, wenn es um einen Geist geht, den ich noch nicht in meinem Keller habe. So, also, Pokéball ist hier. Check. Wir müssen jetzt alle Kerzen löschen, das wird eine Herausforderung. Ja, Kruzi Weg war das letzte. Danach Feuersalz und Plasmaabsorber. Feuersalz können wir schon mal mitnehmen. Kruzi haben wir dabei. Ja, und jetzt alle Kerzen löschen. So, jetzt sollten wir mit etwas Glück keinen Schaden kriegen. Ein bisschen. Alle Kerzen ausmachen wird ja jetzt lustig. Aber nachdem wir jetzt das letzte Blubbel haben. Aber wir könnten mal Lichter machen. Wäre vielleicht sinnvoll hier und da. Scheiß Wasser immer. Hört doch auf mit dem Schmarrn. Das ist voll die Verschwendung. Sie hat überall einfach Wasser angemacht und Kerzen. Wenn sie ähnlich motiviert ist wie der Dämon mit den Kerzen. Dann wird es eine Herausforderung, hier alle auszumachen. Mal wir auch, als wir vorhin hier das Blubbel gesucht haben, mit der Fackel wieder die Kerzen angemacht haben. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal auf das Beste. So, Abmarsch nach oben. Natürlich möchtest du jetzt jagen. So, du aus. Oh, Himmel, Herrgott, auch schon Zwirn. Ja, was jetzt? So. Ich finde es cool, dass wir Grabsteine slappen können. Ich müsste nur noch mal nachlesen, was genau das bringt, aber es hat irgendwie Stil. Es sieht nur ein bisschen seltsam aus, stellenweise. So. So, bitte, lass es die letzte Kerze sein. Nice one! So, Feuersalz. Komm her, Madam. Ach ja, ab jetzt sind ja wieder Grabsteine im Problem. So, komm einfach zu mir. Oh, das war jetzt motivierter und angeschüter als gedacht. Okay. Feuersalz. Aber solange wie es geht, Kruzifix. Eins nach unten scrollen, dann sind wir beim... Mein Gott! So, hier, fangen. Und jetzt... Nice, wir haben alles! Jetzt nur noch schnell Pokéball holen und dann... Gib ihm! Dann haben wir sie, Ladies and Gentlemen. Und das war überhaupt nicht lange, knapp eine halbe Stunde. Also, gut, 24 Minuten. Dieses Spiel macht mich fertig. Und nicht, weil es so übertrieben krass ist von den Jumpscares und Events her, sondern weil es einfach überfordernd ist. Aber gut, die anderen Spiele, da muss man wirklich sagen, in Ghostwatchers hast du halt immer was zu tun, Madam. Warum hat sie denn nur gechillt und nichts gemacht?
Ich habe keine Ahnung, aber Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Ihr seht 2400 Münzen, 1300 Erfahrungspunkte, Bloody Counter ist aggressiv und jung. Gut, so jung sah sie nicht aus, sie hatte schon ein paar Fältchen. Aber mein Gott, es hat Spaß gemacht, wir haben es irgendwie geschafft, obwohl es echt haarig war. Zum Glück haben wir schon ein bisschen Geld auf der Pfanne, weil sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.